Ja, hallo und herzlich willkommen zurück auf dem YouTube-Kanal IK Invest. Auch heute soll es wieder eine interessante Trading-Chance geben. Dieses Mal geht es um einen Rohstoff, den vielleicht nicht jeder auf dem Schirm hat, und zwar um Sojabohnen. Denn hier ergibt sich meiner Meinung nach momentan eine interessante Long-Chance. Und bevor wir uns die verschiedenen Vorfilter anschauen, wie das Sentiment, die Saisonalität und auch die COT-Daten und später dann auf den Chart achten, natürlich zunächst einmal wieder die rechtlichen Hinweise. So, und da sind Sie auch schon, und dann können wir im nächsten Schritt loslegen und uns anschauen, wie es momentan bei Sojabohnen aussieht. Ja, wie ich eben schon gesagt habe, wollen wir uns zunächst die verschiedenen Vorfilter anschauen. Wir fangen mal an mit der Saisonalität. Die ist seit Oktober schon durchaus positiv. Man kann das hier erkennen. Es gibt 3 Monate bei Sojabohnen, die saisonal schwach sind. Das sind der Juli, der August und der September. Danach beginnt wieder eine saisonale Stärkephase. Ab Oktober soll der Sojabohnenpreis deutlicher ansteigen und auch im neuen Jahr, der Januar, leicht positiv, aber dann soll es weiter deutlich bergauf ziehen. Bis in den Juni hinein sieht das hier von der Saisonalität sehr, sehr stark aus. Heißt also, hier der erste Vorfilter zeigt uns schon mal an, dass die Long-Seite zu favorisieren ist. Der zweite Punkt ist das Sentiment. Das gilt ja für mich als Kontraindikator. Also wenn die Marktteilnehmer sehr, sehr bullig sind, dann möchte ich eher einen Short-Einstieg suchen, also auf fallende Kurse spekulieren. Wenn die Marktteilnehmer tendenziell eher negativ, pessimistisch gegenüber einem Basiswert eingestellt sind, dann möchte ich eher einen Long-Einstieg suchen, also auf steigende Kurse spekulieren. Und man kann eben hier wunderbar erkennen, dass die Marktteilnehmer zuletzt, ich zoome mal hier ein bisschen rein quasi, zuletzt eher negativ eingestellt waren gegenüber der weiteren Entwicklung bei Sojabohnen. Und das als Kontraindikator zeigt auch an, dass die Long-Seite zu favorisieren ist. Schlussendlich schauen wir dann noch auf die COT-Daten. Hier gibt es gar nicht viel zu sagen. Hier oben in schwarz wieder der Sojabohnenpreis und hier unten in blau die Netto-Positionierung der Commercials. Ist momentan so ein bisschen im Niemandsland. Wir sind hier auf keinem Extremniveau, aber spricht zumindest nicht dagegen, sich hier auf die Long-Seite zu stellen. Also vor allem die Saisonalität und vor allem auch das Sentiment zeigen an, die Long-Seite zu favorisieren. Bei den COT-Daten ist es mehr oder weniger momentan als neutral zu bewerten. Wenn wir uns dann im nächsten Schritt den Chart mal anschauen, dann sehen wir eben, dass hier eine zuletzt deutlichere Abwärtskorrektur stattgefunden hat. Der Sojabohnenpreis, wie auch viele andere Rohstoffe, deutlicher angezogen. Seit Mitte letzten Jahres in etwa deutlicher Anstieg zu sehen. Hier hat sich mehr als verdoppelt. Danach gab es jetzt diese Korrektur. Und interessanterweise sind wir genau hier im Bereich um 1200 mit der Korrektur gestoppt. Das ist auch ein altes Hoch, was wir sehen können aus der Vergangenheit. Hier 2016 und dann nochmal 2020 haben wir uns auch länger bei dieser 1200 aufgehalten, bis dann der Ausbruch nach oben stattgefunden hat. Und genau an diese 1200 sind wir zuletzt wieder rangelaufen und dort scheint sich der Sojabohnenpreis jetzt gefangen zu haben und wieder nach oben wegzudrehen. Also, wenn man hier ein Trading-Setup herleiten möchte, dann zeigt das schon mal an, dass man knapp unterhalb der letzten Zwischentiefs bei ca. 1185, 1187, knapp darunter, einen Stop für die Position platzieren könnte und auf der Oberseite die Ziele, zunächst einmal die 1300, das ist jetzt ein deutlicher Widerstand, wie man hier sehen kann, da sind wir auch zuletzt schon knapp dran gelaufen, sollte es über die 1300 ansteigen, dann kann es relativ schnell Richtung 1400 und 1480 laufen und dann muss man mal schauen, ob sogar die Hochs, die wir hier sehen, bei 1600 und 1660, 1670 in etwa wieder angelaufen werden können. Also für mich ein klassisches Long-Setup hier beim Sojabohnenpreis und ich hatte zuletzt auch schon eine Position in meinem Trading-Service aufgebaut. Kann ich mal kurz zeigen. Die Position ist aktuell leicht im Plus. Die WKN werde ich auch hier unterhalb des Videos in der Beschreibung wieder posten. Das ist die WKN VP92MX. Das Produkt hatte ich damals gekauft zu 2,47 Euro, steht aktuell bei 2,65 Euro im Verkauf. Also das kann man sich mal anschauen, wenn es entsprechend für den einen oder anderen hier interessant sein könnte. Der Hebel aktuell 4,21. Ihr seht wieder, dass ich lieber den Hebel etwas kleiner ansetze, um eben dem Markt auch etwas Luft zu geben, weil ich möchte eben nicht immer wieder direkt ausgestoppt werden, weil ich den Stop zu eng setzen muss aufgrund eines hohen Hebels. Deshalb lieber den Hebel kleiner wählen und dann kann man der ganzen Situation auch mal etwas zuschauen und eben ja, gucken, ob die Trading-Idee, die man hat, entsprechend auch aufgeht. Ich hatte es ja eben schon gesagt, wenn man eben einen Stop setzen möchte, dann macht das Sinn hier unterhalb des letzten Zwischentiefs, also knapp unterhalb von 1185.
könnte man den Stop setzen, vielleicht da auch noch etwas Puffer einbauen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Ich hoffe, euch hat die Kurzanalyse wieder gefallen. Sollte das der Fall sein, würde ich mich natürlich auch heute über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann holt das gerne nach. Und dann werdet ihr auch immer informiert, wenn ich eine neue Analyse hier auf meinem Kanal veröffentliche. In diesem Sinne, alles Gute, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.